So, Runor meinte, Mac wäre hier irgendwo. Aber ich sehe ihn nicht. Vielleicht bei der Brücke? Also damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Life is Strange True Colors. Okay, okay. Wo finde ich jetzt... Steph wollte, dass ich im Plattenladen vorbeischaue, wenn ich Zeit habe. Ja, ich versuche mal gerade rauszufinden, wo der Mac sein könnte. Mädchen auf der Bank. Typ mit Glatze. Steph wollte, dass ich im Plattenladen vorbeischaue, jetzt wenn ich nicht, Zeit jetzt nicht. Es ist ja nicht deine Schuld. Ich hab... Mann, diese Nachtschichten machen einen echt fertig. Ja, mein Schlafrhythmus ist voll im Arsch. Ich frag mal Piggy. Kaffee am Morgen. Ich vermute, dass Gabe da wirklich hey, Pike. Was mit zu tun hat. Hey! Wie geht's dir so? Ja, ging schon besser. Mir ging schon besser. Ja, stimmt. Dumme Frage. Hey, ich will, dass du weißt, dass ich es ernst gemeint habe. Gabe war was Besonderes. Er konnte mich selbst an schlimmen Tagen noch zum Lachen bringen. Ja, das habe ich schon von so vielen gehört. Und, wenn du bereit bist, brauche ich noch deine Aussage für die Ermittlung. Mhm. Ich komme gern bald vorbei. Ja. Ja. Kein Wo ist Mac? Oh, jetzt dreht er sich rum. Wenn du für deine Aussage bereit bist, ruf mich an. Oh, toll. Ja. Mach ich. Den Park sollte ich mir bei Gelegenheit anschauen. Ja, aber wo ist die Brücke? Wo ist die Brücke? Hast du ihn drüben? Oh, Verzeihung. Schon gut. Du schreibst einen Roman? Seit wann? Ich stehe noch ganz am Anfang. Oh, hast du von dem Unfall gehört? War es in den Nachrichten? Nein, niemand wurde gefeuert, noch nicht. Mhm. Ja, Mom. Mein Job bei Typhon ist sicher. Die wollen immer noch erweitern. Hm, wenn ich mit euch fertig bin, nimm ja. Ahahaha. Jetzt ist leider nicht der richtige Moment, um den Rest von Haven zu erkunden. Wo soll denn die blöde Brücke sein? Ich gehe mal in den Plattenladen. Die bleiben wohl noch eine Weile geschlossen. Jemand ist auf ein paar Tagen in der Schlucht gestorben. Steph wollte, dass ich im Plattenladen vorbeischaue, wenn ich Zeit habe. Steph wollte, dass ich vorbeikomme. Sie muss hier irgendwo sein. Vielleicht ist Mac ja hier irgendwo. So, okay. Läuft wieder weiter. Vielleicht ist der Typ ja hier irgendwo. Und irgendwas stimmt doch hier nicht. Hey, danke, dass du gekommen bist. Ich habe nur kurz Zeit, aber... Hast du mit Ethan geredet? Nee. Die Sache nimmt ihn echt mit.
Aber nach unserem Spiel heute Morgen habe ich nachgedacht. Was, wenn Ethan auch so etwas braucht? Etwas, das Spaß macht, das ihn ablenkt. Sowas wie ein Lab. Wie das, zu dem du und Gabe ihn mitnehmen wolltet? Ja, aber zugeschnitten auf ihn und Thanor. Er wird es lieben. Ja, sehe ich genauso. Aber du musst mir dabei helfen. Es muss ihn so richtig umhauen. Du hast doch einen von Ethans Comics, oder? Und? Was denkst du? Wen würde der berühmte Monsterjäger am allerliebsten bezwingen? Ich denke... Gravius sieht echt krass aus. Nimm ihn. Okay. Oh, ich muss jetzt wieder rein. Ich habe alles in meinem Notizbuch. Guck's dir mal an und hilf mir bei der Auswahl. Klar, ich schau mal rein. Hatte niemand den Mac gesehen? Hey Leute, da bin ich wieder. Das war ein Phonetap mit ihrer neuen Single Elephant in the Room. Gleich geht's hier weiter mit brandneuen Indie-Rock-Songs für euch. Mhm. Aber zuerst ein paar Infos. Das Frühlingsfest steht vor der Tür. Noch eine Ausgabe von Legendary Monster Hunter Thanor. Oder den Notizbuch. Oder die Ex. Oh. Anscheinend will Steph mehr als nur ein paar Entscheidungen von mir. Sie will, dass ich eine Bardin spiele. Dann bin ich wohl dabei. Fangen wir mit meinem Namen an. Die Ästhetik der Einfachheit. Jetzt zu meiner Fähigkeit. Verzerrungsfeld klingt cool, aber heilende Serenade könnte am Ende nützlicher sein. Das war ja. Heilende Serenade, ganz klar. Wie habe ich Thanor kennengelernt? In einer düsteren und stürmischen Nacht. Dieses Larp-Ding könnte wirklich funktionieren. Gut. Irgendwie finde ich den Mac nicht. Eleanor meinte, Mac wäre hier irgendwo. Aber ich sehe ihn nicht. Vielleicht bei der Brücke? Wo sollten hier die Brücke sein? Das Sightseeing muss erstmal warten. Ich muss jetzt zu Mac. Ja, aber wo soll die Brücke sein? Da, ach doch, da ist die Brücke. Da am Blumenladen vorbei, alles klar. Wie läuft es mit deiner Ranch? Hast du dir schon einen Hühnerstall geleistet? Mhm, da ist er doch. Mac? Alex? Lass uns jetzt bitte nicht. Ich will, dass du mir erklärst, was mit Gabe geschehen ist. Was? Mir die Freundin wegzunehmen reicht dir noch nicht? Jetzt willst du mir auch noch den Tod von Gabe anhängen? Alter, komm klar auf dein scheiß Leben, du blöder Hampel. Spar dir die Show. Ich weiß, dass du wegen dieser Nacht lügst. Du weißt nichts. Mhm. Mac, komm schon. Er war mein großer Bruder. Ich kann nicht. Er hat vor irgendetwas Angst. Wenn ich es schaffe, das zu nutzen, komme ich vielleicht an die Wahrheit. Dann nutz mal mein Häslein. Ich muss irgendetwas finden, das ihn so richtig provoziert.
Wenn ich wüsste, wo ich ansetzen soll. Wir sind hier fertig. Boah, ich würde dir am liebsten eine reinhauen, Alter. Vielleicht kann ich bei Jet rausfinden, bevor Mac Angst hat. So, ich gehe mal in die Lantern rein, in Black Lantern. War nicht so einfach, alles rauszukriegen hier. Warte mal. Jet ist da. Hoffentlich beruhigen sich die Dinge hier bald wieder. Ja, das wäre gut. Hoffentlich beruhigen sich die Dinge hier bald wieder. Wall of Shame. Wall of Shame. Warte mal. Ich wette, hier würden viele Fotos von Gabe hängen, wenn er nicht immer alle geschossen hätte. Nee, ich dachte, es wäre vielleicht hier irgendwas. Irgendwo, wo soll ich ansetzen? Wo zum Henker soll ich ansetzen? Jagdmesser? Tafel? Diese Stadt hat ein gutes Gedächtnis. Es ist schön zu wissen, dass Gabe nicht vergessen wird. In der Nacht gab es auch Mut und Aufopferung. Hat aber nicht gereicht. Wo soll ich zum die Gedenktafel? Vielleicht hier? Ich sollte auch etwas beitragen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit gehabt. Gabe Chen, verurteilter Raser. Sie müssen sich sehr nahe gestanden haben. Armer Ethan. Ich hoffe, Ducky hat die nicht alleine ausgetrunken. Vielleicht finde ich oben etwas, das ich denke. Ich sollte auch etwas beitragen. Ich hoffe, Ducky hat die nicht alleine ausgetrunken. Die stammen bestimmt von Havens DJ, ganz klar. Vielleicht finde ich oben etwas, das ich der Gedenktafel hinzufügen kann. Ja, die Gitarre vielleicht. Und, mir raucht gerade der Kopf. Ich weiß nicht, ob ich hier oben etwas finde, das ich zu Gabes Gedenktafel hinzufügen kann. Hey, Shushu. Danke, dass du hier bist. Vielleicht sollte ich das nach unten bringen. Ja. Dich nehme ich mit nach unten. Oh Mann. Ich bin froh, was für Gabes Tisch gefunden zu haben. Ich wüsste gern, wo ich ansetzen kann.
Er wusste immer, wie er mich zum Lachen bringt. Gut. Hoffentlich beruhigen sich die Dinge hier bald wieder. Warte. Warum habe ich das jetzt erst rausgekriegt? So. Ich muss irgendetwas finden, das ihn so richtig provoziert. Armes Ding. Sie kam den ganzen Weg, um bei ihrem Bruder zu leben. Und jetzt? Und jetzt muss ich die Wahrheit herausfinden. Wenn du für deine Aussage bereit bist, ruf mich an. Vielleicht kann ich bei denen auch irgendwas, ne? Kein Wort über den Unfall? Woher hätte ich das wissen sollen? Scheiße, jetzt bin ich bei Diane unten durch. Danke, Diane. Werden wegen eines Unfalls alle Wege gesperrt. Dieser Urlaub ist ein Reinfall. Ja, wir alle haben hier zu kämpfen. Warte mal. Da. Oh, das ist doch seine Schwester. Das arme Ding. Ach, dieses Mitleid nervt langsam. Hier noch? Warte, ich versuche. Ich darf mir auf keinen Fall was anmerken lassen. Angela liebt doch unseren Laden so sehr. Er muss echt fertig sein. Wir verlieren unser Geschäft. Aber das scheint ihn nicht zu kümmern. Sie muss sich so alleine fühlen. Hoffentlich wird's wieder. So. Da komme ich nicht hin. Wir haben nichts, aber ich versuche mal. Der Mac, den spioniere ich jetzt aus. Alle haben es auf mich abgesehen. Alex, Brian, jetzt sogar Riley. Scheiße! Selbst Riley? Ist etwas mit ihr passiert? Alle haben es auf mich abgesehen. Alex, Brian, jetzt... Wir sind hier fertig. Alter! Wo finde ich jetzt Riley? Warte mal. Hier irgendwo was? Es geht doch auch mit Gegenständen, ne? Mann! Was ist mit dir? Was? Sind die alle durchgeknallt oder was? Oh Mann, raffst du's nicht? Sie steht einfach nicht auf dich. Lass es. Echt hart. Wenn ich ihm sage, dass ich ihn mag, gehen wir aus und dann trennen wir uns vielleicht. Und dann verliere ich meinen besten Freund. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Nein, was rede ich denn da? Das geht mich absolut nichts an. Riley. Wenn er unschuldig ist,
Warum verhält er sich dann nur so? Wie verhält er sich denn? Vielleicht kann ich sie dazu bringen, es mir zu erzählen. Hey, Riley. Komm schon. Alex. Hey. Ich weiß, du und Gabe wart befreundet. Wie geht es dir? Ich vermisse ihn. So sehr. Er war wie ein älterer Bruder für mich. Schön, dass er dich hatte. Danke, Alex. Wirklich. Du und Eleanor steht euch nah, oder? Sie hat sich um mich gekümmert, seit ich klein war. Ich habe meine Mom nie kennengelernt, aber sie war immer für mich da. Was sagt sie dazu, dass du fürs College wegziehst? Sie freut sich. Ich glaube, sie will nur, dass ich glücklich bin. Das ist echt lieb. Sie ist die selbstloseste Person, die ich kenne. Ich glaube, dass du ihr im Laden hilfst, macht sie sehr glücklich. Ja. Geht mir genauso. Komm, ich will... Der Streit zwischen Mac und Gabe wegen eurer geheimen Treffen. Es ging um deine Bewerbung fürs College. Ja. Nachdem Mac das erste Mal vor ihnen ausgerastet ist, wollten Gabe und Charlotte, dass ich die Beziehung zu ihm beende. Und nach all dem denke ich, dass sie recht hatten. Aber warum? Glaubst du, er hätte Gabes Anruf ignoriert? Ich meine, meinst du, er würde so etwas tun? Ich will das wirklich nicht glauben, aber... Sorry. Ich bin noch nicht bereit, darüber zu reden. Ja. Verstehe. Es ist nur komisch, dass er sich so verhält. Als würde er etwas verstecken. Komm, rück raus mit der Sprache. Er wollte, dass ich mit ihm durchbrenne. Was? Nach der Trauerfeier. Er hat nicht gesagt, warum. Aber er sah so schuldig aus. Mhm. Ich sagte nein. Und dass es aus ist. Aber dann... Ich habe Angst, dass er was Schlimmes getan hat. Riley... Danke, dass du es mir anvertraut hast. Du verdienst die Wahrheit. Ich muss los. Ich habe noch was zu erledigen. Okay. Irgendwie sind die alle komisch. Bis bald, ja? Ja. Wann immer du magst. Ja, da kann ich gar nicht rum, oder? Dass Mac abhauen will, finde ich ziemlich verdächtig. Ich wette, das könnte ich nutzen, um ihm Angst zu machen. Komm schon. Ich will das jetzt nutzen. Wow. Oh Mann, ey, was ist das jetzt? Oh Mann. Ich sollte erst alles andere erledigen, bevor ich Mac endlich zur Rede stelle. Was Riley mir erzählt hat, könnte reichen.
Aber falls ich noch etwas zu erledigen habe, sollte ich das besser jetzt machen. Komm, egal wie. Okay, dann mal los. Deine Ex-Freundin hat mir von deinen Plänen erzählt, die Stadt zu verlassen. Unschuldige tun so etwas nicht, Mac. Ich habe wirklich nichts getan. Lass mich in Ruhe, verdammt! Was denn jetzt? Was ist mit dir denn los? Ich kümmere mich später um Mac. Erstmal sollte ich so viel wie... Teufel zieht alles. Die ganze Stadt gehört. Mac hat das Gefühl, alle würden ihn anstarren. Alle denken, ich hätte ihn getötet. Sie hassen mich. Das ist so unfair. Ich habe überhaupt nichts getan. Hätte es doch bloß nicht getroffen. Was? Alex? Nee, oder? Wie die mich auf der Trauerfeier angesehen haben, die denken, ich habe ihn sterben lassen. Ich weiß, warum du lügst. Typhon zwingt dich, den Anruf von Gabe zu leugnen. Verdammte Scheiße. Weißt, du hast versucht, es zu verhindern. Sie haben Scheiße gebaut, nicht du. Hör auf, für sie zu lügen. Du checkst es nicht. Das war kein stinknormaler Unfall. Ich habe denen gesagt, dass ihr da unten seid und die haben trotzdem gesprengt. Absichtlich? Warum? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Und dann bekam ich die Nachricht, dass ich bestreiten soll, dass jemand angerufen hat. Ach du Scheiße. Du mir glauben. Gabe und ich, wir waren keine besten Freunde, aber ich wollte nicht, dass er stirbt. Jetzt beobachtet mich Typhon. Meine Freundin denkt, ich sei ein Mörder. Alle meine Nachbarn hassen mich. Was zum Teufel soll ich denn jetzt tun? Wir müssen das verhindern. Ich wollte ihn beruhigen. Aber hat er das wirklich verdient? Okay. Mac, komm schon. Du musst dich beruhigen, okay? Atme, Mann. Atme ruhig weiter. Ich weiß, wie es ist, wenn dir keiner glaubt. Wenn alle nur das Schlimmste von dir denken. Aber die Wahrheit kommt raus. Ich sorge dafür. Aber Typhon... Wenn Typhon hinter dir her ist, müssen sie erst an mir vorbei, okay?
Danke. Ich fühle mich ein wenig besser. Naja, man lernt ein paar Dinge, wenn man ständig zu Seelenklempnern gehen muss. Also, was machen wir jetzt? Die reißen denen den Arsch auf. Bleib in Haven. Ich decke die Wahrheit auf. Hey. Ja. Können wir reden? Wo bist du? Okay. So, nachdem wir das Geständnis von Mac haben, dass er eigentlich unschuldig dran ist, werde ich die Folge beenden und wir versuchen nächste Folge Typhon den Bobbes aufzureißen. Bis dann, ne? Ciao, ciao.